töten Schulen Kreativität? Es war die Geschichte eines jungen Mädchens in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, das von ihrer Schule eine Lernschwäche attestiert bekam. Heute würde die Diagnose wahrscheinlich ADHS lauten. Zusammen mit ihrer Mutter besuchte Jillian schließlich einen spezialisierten Arzt. Der Arzt stand auf und erklärte dem damals 8 Jahre alten Mädchen, dass sie nun ein paar Minuten warten möge, weil er sich mit ihrer Mutter allein besprechen müsse. Auf dem Weg aus dem Zimmer schaltete er noch das Radio an, das auf seinem Schreibtisch stand. Jillian war aufgestanden. Sie fing sofort an, sich zu bewegen und zur Musik zu tanzen. Nach einigen Momenten erklärte der Arzt der Mutter, dass ihre Tochter nicht krank, sondern eine Tänzerin sei. Einige Jahre später wurde Jillian an der Royal Ballet School angenommen und gründete nach einer sehr erfolgreichen Karriere als Solistin die Jillian Lynn Dance Company. Jillian starb 2018 als wohlhabende und sehr glückliche Frau. Wäre sie als Kind auf einen anderen Arzt getroffen, hätte dieser ihr wahrscheinlich Medizin verschrieben und ihr gesagt, sie solle sich beruhigen.